Ja, hallo. Moin und Servus zum heutigen Utzschneiders Weekly Video von Donner und Reuschel für Cap Inside. Ja, der dritte Advent steht an. Jetzt wird die Startezeit immer unruhiger. Und an den Kapitalmärkten und an den Märkten geht es auch noch ein bisschen hin und her. Und wir wollen uns heute in diesem kurzen Video unsere Gemeinschaftswährung mal wieder anschauen, den Euro und was vor allem für nächstes Jahr zu erwarten ist. Was können wir hier aus den Charts ablesen? Ja, ich habe es hier nochmal tituliert, wo kann es 2023 hingehen? Wäre schön, wenn wir das heute schon wüssten, aber wir versuchen jetzt zumindest mal Tendenzen auszuloten. Diese Tendenzen ausloten kann ich mit Ihnen. Alles, was darüber hinausgeht, Anlageberatung, Financial Planning, individuelle Betreuung. Bitte wenden Sie sich da an meine Kolleginnen und an meine Kollegen von Donner und Reuschel. Ich kann Ihnen einen Einblick bieten, versuchen mit Ihnen die Tendenz auszuloten, aber verstehen Sie das bitte nicht als Empfehlung jetzt in irgendeine Richtung, in Dollar, Euro oder eine andere Währung vielleicht zu investieren. Ja, wie sieht's Chartbild aus? Wir haben uns wieder entfernt von der Parität, Gott sei Dank. Parität war psychologisch ganz wichtig, war auch zuletzt deutlich unterschritten. Das Kursziel aus einer Schulterkopf-Schulterformation hat sich ausgebildet, es wurde erreicht und jetzt geht es wieder ein bisschen nach oben. Wichtig war zum einen klar psychologisch die Parität, die war charttechnisch gar nicht so eine wichtige Marke. Wichtiger ist jetzt im Moment die 1,035 US-Dollar-Marke. Diese Marke hier ist oberhalb der 200-Tage-Linie, ist oberhalb der 100er und oberhalb der 38er-Tage-Linie. Also wir haben den Kopf wieder deutlich über Wasser, sind aber, das muss man auch dazu sagen, weiterhin im übergeordneten Abwärtstrend. Die übergeordnete Abwärtstrendstruktur gegenüber dem Dollar ist weiterhin intakt. Und jetzt kommt auch schon, man sieht es hier an den Fibonacci-Linien, die nächsten Schwierigkeiten auf uns zu. Schwierigkeiten, ich meine damit jetzt nicht Zinspolitik oder geopolitische Schwierigkeiten, sondern chart- und markttechnisch. Wir haben hier Fibonacci-Projektionen im Bereich 105, 106 und 107. Und die gilt es jetzt abzuarbeiten. Im Moment tut er das ganz fast schon schulbuchmäßig. Nach dem positiven Rebound an der 1,035er Marke hat er jetzt die 1,05 und die 1,059 im Test. Danach folgt die 1,067, falls die positive Entwicklung weitergeht. Und dann haben wir für nächstes Jahr ein charttechnisches Ziel im Bereich 1,07 bis 1,08. Vielleicht kann es dann je nach positiver Entwicklung auch auf die 1,09 gehen. Also die Aussichten sind nicht mehr ganz so frappierend schlecht, was den Euro anbelangt, aber übergeordnet noch im Abwärtstrend und aufgrund dessen ist das Potenzial beschränkt, aber nach oben beschränkt im Bereich 1,07 bis 1,08. Das ist das Ziel für den Euro für das Jahr 2023. Und um das zu schaffen, kämpft er gerade im Moment sehr, sehr stark mit den nächsten Widerstandslinien. Einmal die Fibonacci-Linie angesprochen bei 1,067 und dann eine charttechnische Hürde bei 1,078. Im Moment tendieren wir bei 1,056 und sind nach unten. Deswegen auch der positive Ausblick fürs nächste Jahr, für das Verlaufsziel. Also es ist jetzt keine Punktanalyse am Tag X, werden wir bei 1,08 oder 1,07 stehen, sondern das ist eine Verlaufsprognose und die lässt uns deswegen positiv ins neue Jahr blicken, weil die Unterstützungen bei 1,035 und 1,022 zuletzt positiv erfolgreich getestet wurden und der Euro sich jetzt wieder auf dem Marsch nach oben befindet. Ja. Für Sie alle positive Aussichten für den Euro. Ich wünsche Ihnen ein positives, ein schönes drittes Adventswochenende. Ruhe und Gelassenheit in der Startenzeit. Karl Valentin, ein Münchner Komiker, sagte mal, wenn die Startezeit vorbei ist, wird es auch wieder ruhiger. Das wünsche ich Ihnen auch. Also, wir hören uns und sehen uns nochmal in diesem Jahr. Bis dahin, schönen dritten Advent. Bleiben Sie gesund. Körperlich, geistig und seelisch. Bis dahin, Servus und Tschüss, Ihr Martin Utzschneider.